müssen ein bisschen flüstern. Guten Morgen, ihr lieben Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin schon draußen und steige jetzt gleich in unser Auto, denn ich fahre zum Aldi. Wir brauchen unbedingt was zu essen, wir brauchen Katzenfutter, wir brauchen alles Mögliche. Und das mache ich jetzt auf jeden Fall mal. Ich glaube, ich war noch nie so früh beim Aldi. Also der macht um 8 auf, habe ich gerade gesehen. Und jetzt ist es kurz nach 8, 4 nach 8 oder so. Und ich fahre zum Aldi. Verrückt, oder? Bisschen müde sehe ich noch aus. Bisschen Augenringe. Dass man die ganzen Einkäufe, die hier unten stehen, einräumt. Ich finde das immer das Schlimmste eigentlich am Einkaufen, das alles zu verstauen wieder hier in der Wohnung, weil irgendwie das Einkaufen geht relativ schnell, wenn man weiß, was man braucht, aber dann immer das ganze Zeug in den Kühlschrank und dort und dorthin. Naja, schaut mal, was Mimi jagt. Eine Fliege ist hier in der Wohnung, ihr dreht komplett durch. Wo ist sie jetzt hin? Such, Mimi, such! Da oben sitzt sie. Such, Mimi, such! Und Wurm hinterher. Ich glaube, er hat sie tatsächlich gefressen. Ich werde verrückt. Ja, er frisst sie gerade. Also Fliegen leben scheinbar nicht lange in unserer Wohnung. Also sie werden sofort verspeist von Mimi. Krass, ich hätte echt nicht gedacht, dass sie die fängt. Einfach aus der Luft, zack, mit den Pfoten runtergedrückt und dann verspeist. Und wenn ihr euch fragt, was Mimi für Geräusche macht und warum er so rumschreit und miaut. Hier liegt seine Mahlzeit und er riecht die schon so krass. Was? Was? Und jetzt Riesenfressparty, wuhu! Schon geil sein, als Katze einfach zu dreckern jetzt. So, dreimal dürft ihr raten, wohin es jetzt geht. Richtig, Bretter machen. Mal wieder. Und jetzt suche ich gerade meinen Schlüssel noch. Ich weiß nicht, wo der ist. Schlüssel, wo bist du? Hab ich dich abgelegt? Schlimm, schlimm, schlimm manchmal. Und hallo, jetzt auch von mir. Ich bin wieder zu Hause, ich war in der Uni. Ich hatte von 8.15 Uhr bis ungefähr 11.30 Uhr Uni. Und jetzt bin ich wieder da. Mit den Cats, wo sind sie denn? Da ist eine und der andere ist gerade ins Arbeitszimmer gelaufen. Auf jeden Fall mache ich mir gerade was zu essen. Ich mache mir Avocado-Toast. Also gar nichts Besonderes. Und dann werde ich den Vlog schneiden. Ah, ich musste gerade gucken, ob hier das Fenster zu ist. Vielleicht klippe ich das mal. Es ist nämlich so warm draußen. Und hier drin ist es irgendwie so ein bisschen kühl. Was ja schon ganz angenehm ist, theoretisch. Aber dann ist es auch irgendwie ein bisschen stickig. Ja, dann werde ich den Vlog schneiden und dann aufräumen. Ich dachte mir, ich muss mich jetzt auch mal wieder im Haushalt beteiligen, da ich jetzt die ganze Zeit irgendwie nur unterwegs war und so. Und die Katzenbürsten und Staubsaugen, weil hier ist wieder alles voll mit Katzenklo-Krümeln. Hei, hei, hei. Viele von euch haben übrigens geschrieben, warum wir uns nicht so einen Saugroboter holen. Also das ist in unserer Wohnung ein bisschen schwierig, weil unser Flur erhöht ist und alle Zimmer so eine kleine Stufe runtergehen, also ungefähr so viel. Hier seht ihr zum Beispiel in der Küche, da geht's runter. So. Und das haben wir eben in dem ganzen Flur. Also hier in dieses Zimmer, da geht es nur so ein bisschen runter. Und da haben wir auch so eine Stufe. Und die im Bad ist auch wieder etwas höher. Das ist so der Classic 10-Anschlager für alle, die uns zum ersten Mal besuchen. Ja, aber das ist auch das Problem mit dem Saugroboter, ne? Oder kann der so Stufen hoch? Ich glaube ja nicht. Oder? Keine Ahnung. Jetzt esse ich auf jeden Fall erstmal was. Heute ist Versandtag und schaut mal, wie schön die Bretter hier liegen. Sind die nicht wunderschön? Und wir haben heute das erste Mal so ein Papier nochmal extra um die Rolle gemacht, damit die noch besser geschützt ist und damit es aus
Freizeitparkerlebnis noch mal besser ist als davor. Zack, und ich bin wieder zu Hause. Ich bin aber nur ganz kurz zu Hause, weil ich bringe jetzt das Gimbal weg und treffe mich mit dem, von dem wir es ausgeliehen haben. Und Marie sitzt am Computer und macht irgendwelche E-Mails oder so. Korrekt. Und ich lade jetzt den Vlog hoch. Ich gehe jetzt. Tschüss, mein Schatz. Bis später. Bis später. Sag Grüße. Ich glaube, draußen hat es ungefähr eine Trilliarden Grad. Aber ich laufe hier innen drin im Pulli rum. Ach, was fängt denn der jetzt schon wieder? Was hast du da? Hm? Was hast du da? Irgendeine Fliege gegessen, ha? Was ich sagen wollte, ich laufe im Pulli rum, weil es drin, ich weiß nicht, kennt ihr das? Aber drin ist es dann oft echt kühl. Und vor allem, wenn man vor dem Computer sitzt, dann kann es draußen richtig, richtig warm sein. Und trotzdem denkt man sich so, ja, sicher, könnte mir auch was überziehen. Deswegen habe ich das direkt gemacht. Jetzt habe ich die ganze Zeit im Schlafzimmer gewuselt. Also die Tür haben wir immer noch weiterhin zu. Ich habe das Bett neu bezogen und Klamotten aufgeräumt. Ich habe schon mal meinen kleinen Koffer aus Köln ausgepackt. Meinen großen Koffer muss ich aber noch auspacken. Aber ich glaube, ich mache jetzt erstmal sauber. Wir haben hier Spinnweben und es staubt. Und ich muss das jetzt mal abstauben, eine Runde. Und danach saugen. Es sind so viele Baustellen. Oh, ich hasse das, wenn man lange weg war, dann ist dann auf einmal immer so voll viel. Es ist auch eine Waschmaschine jetzt gerade durchgelaufen und abgelaufen. Und da auf der Couch, auf diesem Gästebett, stehen so viele Kisten, also Pakete, die einfach mal ausgepackt werden müssen. Aber ich komme nicht hinterher. Es nimmt alles immer so viel Zeit in Anspruch. Und ihr kennt das bestimmt, aber je mehr man zu tun hat, desto weniger möchte man machen davon. Und desto eher denkt man sich so, jetzt erstmal chillen. Ja, heute ist die Motivation nicht so am Start. Beziehungsweise die Produktivität wahrscheinlich eher. Also ich werde mich jetzt weiter meinem Hobby widmen und putzen. Yay! Ihr denkt euch bestimmt, Marie, ihr habt einen völligen Knall. Gestern hat Alex gesagt, heute machst du schon wieder sauber. Was ist los bei euch? Aber kein Witz. Also das ist einfach insane, wie dreckig es hier ist. Und dann jagen die beiden sich und kämpfen ein kleines bisschen und dann fliegt das Fell einfach nur so, gell? Gell, Plüschi? Ja, und dazu kommt noch so normaler Stadtstaub. Was sagst du dazu? Baby. Baby. Puh, ich bin wieder zurück und schaut mal, wie schön es Marie hier gemacht hat. Die hat einfach alles geputzt. So cool. Sieht so wunderschön aus. Und gerade hängt die fleißige Biene auch noch unsere Wäsche auf. Und noch nicht. Noch kurz meinen Koffer aus, mein anderen. Das Was? Dauert einfach nur so ewig. Ja, das sind alles deine Sachen. Ich habe auch deinen Koffer ausgepackt. Vielen Dank. Aber das sind deine Sachen, die da noch lagen. Danke. Ich werde mich jetzt um dieses Malheur mal kümmern. Also die Palme ist irgendwie ziemlich am Arsch. Hängt irgendwie irgendwo im Nirgendwo rum. Es ist auch echt eine komische Palme, muss ich sagen. Die ist saulang und irgendwie fast nichts dran. Guck mal, wie lang das Teil ist. Oh! Tada! Und sie steht wieder senkrecht. Aber irgendwie hängen die Blätter auch ganz schön. Ich glaube, es war auch mal gut, dass wir ein bisschen Wasser reingetan haben. Weil ohne Wasser kein Leben. Ja. Wir sind jetzt mittlerweile hier in der Stadt angekommen und gehen jetzt was Kleines essen. Ich glaube, wir suchen uns einen Lachsburger oder so. Ich werde auch noch nie essen. Mal schauen, wie es schmeckt. Gebt euch mal bitte, wie viel hier los ist. Es ist nicht mehr normal. Komm, es ist das Wetter schön, wollen alle hin. Krank. Wie ihr sehen könnt, laufen wir immer noch. Es gibt einfach nirgends irgendeinen Platz. Wir waren jetzt schon beim zweiten Restaurant. Kein einziger Platz frei. Also, nichts. Wenn man draußen sitzen möchte, muss man dazu sagen, ne? Drinnen hätten wir schon sitzen können. Zum Beispiel da auch in dem ersten. Ja, stimmt. Burger-Ding. Das stimmt. Da draußen. Wir haben natürlich hohe Ansprüche. Guten Appetit! Viel Appetit schon hier auf unserem Tisch. So, ihr lieben Leute, wir sind wieder auf dem Heimweg und wir sind letztendlich zum Mexikaner-Essen gegangen. Es war sehr, sehr lecker, ja. Sehr, sehr stopfig. So ist halt irgendwie immer mexikanisches Essen, so Käse. Ich finde, dadurch, dass wir Veggie gegessen haben, war es nicht so schlimm. Also, wenn man mexikanisch und dann auch noch mit Fleisch isst, dann ist es ich immer so, so ölig noch dazu. Richtige Völlerei, ja. Aber so. War sehr, sehr lecker. Käse.
schläft jetzt schon.